Kochen mit Traudl. Mit Rezepten aus alten und neuen Kochbüchern. Grüß euch Gott zum Kochen mit Traudl. Heute stelle ich euch aus dem Buch Nudeln, so gelingt's, von der Martina Kittler aus dem Jahr 1993 die Spaghetti mit Thunfischsoße. So schaut jetzt das Rezept aus. Ihr seht, das Buche ist schon ganz schön abgekocht sozusagen. Und da sieht man dran, dass wir es schon oft gemacht haben. Also eins unserer Lieblingsrezepte. Und das sind jetzt unsere Zutaten. Also, ich nehme jetzt 2 Dosen Thunfisch. Normal steht eine auf dem Rezept. Aber ich mache es lieber ein bisschen deftiger. Dann kommen dazu Fleischbrühe oder Gemüsebrühe. Dann Spaghetti natürlich. Der Zitronensaft. Dann Pfeffer. Eine Sahne. Kapern sind wichtig, dass es ein bisschen geschmackig wird. Ein Öl. Ein kaltgepresstes Olivenöl. Und am Schluss kommen noch die Frühlingszwiebeln drüber. So, und jetzt schaut zu, wie wir es machen müssen. Als erstes tue ich jetzt die 2 Dosen Thunfisch in ein Sieb rein, damit der Saft heraus ist. Der Thunfisch, der ist ohne Öl, also natural. Und dann gebe ich das in einen hohen Topf rein, dass ich das da so pürieren kann alles. Und da rein in diesen hohen Topf, da kommt dann der Zitronensaft. Beinahe daneben. Das habe ich jetzt schon püriert, weil das macht ja immer so eine Gaudi sonst. Und dann müsst ihr das nicht mit anhören. Und das soll das ein bisschen eine breiige Konsistenz haben. Und da gehört jetzt auch noch von den Kapern. Und jetzt hat tun wir unsere Schlagsahne. Ja, eigentlich steht da 8 Liter, aber naja, machen wir 200 Milliliter. Damit die Soße auch wirklich gelangt. Die tun wir jetzt halb steif schlagen. Das tue ich auch wieder, ohne dass ihr es ihr anhören müsst, weil es ist ja bloß eine Gaudi. So, die Sahne, die gebe ich jetzt zu dem Thunfisch dazu. Und hebe das da ein bisschen drunter. Und dann kommen da die Geschmackszutaten schon rein. Das sind unsere Kapern. Da habe ich jetzt das Wasser ganz abgegossen. Die tue ich da alle rein. Und dann ein bisschen eine Zitronenschale. Da schaue ich jetzt, da nehme ich jetzt das her, das, was da übrig ist. Eigentlich ist es immer blöd, weil man sich gern schneidet damit. Wenn die schon aufgeschnitten ist, kann man eigentlich die Schale nicht mehr so runterreiben. Naja. Hätte ich zuerst da sollen. Aber ich merkt es für euch, merkt es euch, zuerst die Schale oben rein. So. Und jetzt muss ich es gleich einmal probieren, wie es schmeckt. Jetzt schauen wir mal. Unser Probierlöffel wieder. Schmeckt schon ganz gut. Vielleicht ein bisschen Salz noch rein. Und dann machen wir jetzt unser Nudelwasser. Beim Spaghettiwasser muss man darauf achten, dass man auch genügend Salz rein tut. Also nicht eine Mädchenprise, also nicht so, sondern wirklich, ist auch immer so eine gute Handvoll. Ja. Weil die Nudeln, die saugen ja das Salz auf und erst dann werden die richtig gut.
Jetzt hätte ich es ja bald vergessen. Pfeffern müssen wir es natürlich auch. Das soll ja alles ein bisschen geschmackig sein. Oh, jetzt kommt Pfeffer mehr in der Pfeffermühle. Hört's das, wie sich das rumdreht? Muss ich noch einen Pfeffer reinfallen? So, aber jetzt rauscht es aber richtig. Da schaut's her, wie es da rausrinnt. Die Frühlingszwiebeln, die kehren dann am Schluss über die Soße drüber, wenn wir es schon über die Spaghetti drüber tun. Die schneiden wir so ein bisschen schräg, dass sie ein wenig dekorativer ausschauen. So, jetzt kommen die Nudeln so ungefähr 10 bis 12 Minuten in den Topf. Und zwischendrin einmal probieren, ob sie schön al dente haben. So, und nun haben wir die Nudeln fertig. Schön al dente gekocht. Die kommen jetzt auf den Teller. Und da ein bisschen von einem guten Olivenöl drüber. Und unsere gute Sauce. Die Thunfischsoße. Schöner Haufen. Und das krönen wir dann noch ein bisschen mit euren Frühlingszwiebeln. Jetzt wünsche ich euch einen guten und wir sehen uns bald wieder mal beim Kochen mit Traudl. Und ich hoffe, dass der Sommer schön wird, denn das ist wirklich ein erfrischendes, gutes Gericht. Also, pfiat euch!